In nomine Des Patris, Des Sonus, und Des Heiligen Geistes, ein Gott. Amen. Heute ist der letzte Sonntag des koptischen Jahres. Die heutigen Verlosungen heute sprechen über das Ende der Welt. Darum erinnern wir uns das Ende des Lebens. Wir haben den katholischen Brief aus dem zweiten Brief des heiligen Petrus, Kapitel 3, gehört, der auch über das Ende der Welt in Details spricht. Der heilige Petrus war Analphabet, ein einfacher Fischer. Er hat das Ende der Welt deutlich beschrieben. Er sprach von Explosionen, die geschehen werden. Die Himmel werden mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, werden nicht mehr gefunden. Wir werden aber in dieser Zeit in geistlicher Körper sein. Gott kann das für alle Menschen möglich machen. Das große Problem vor dem Ende der Welt ist, wie Jesus sagte, dass die Liebe erkalten wird. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Die Liebe bewahrt die Erde zu bleiben, weil die Liebe Gott ist. Und wenn die Liebe erkaltet, vergeht die Erde und kann nicht mehr existieren. Eines Tages kam ein Gesetzeslehrer zu Jesus und wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Jesus antwortete mit einer Sache: die Liebe. Die Liebe zum Gott und die Liebe zu den Menschen. Was hat Jesus gesagt? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste Gebot und das erste Gebot im Gesetz. Das zweite Gebot ist ähnlich auch wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und am Ende sagte Jesus zu ihm: Das ganze Gesetz und alle Propheten hängen an diesen beiden Geboten. Der heilige Johannes, der Geliebte, sagte uns etwas Wunderbares: Jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Die Frage jetzt ist: Kennen wir wirklich Gott? Frage dich selbst: Kenne ich Gott? Liebe ich meinen Nächsten? Vielleicht sagst du: Ich liebe Gott. Der heilige Johannes antwortet mit: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Warum Johannes ist ein Lügner? Weil wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Ja. Am Ende möchte ich einen Ratschlag von dem heiligen Augustinus verwenden. Er sagt: Liebe und mach, was du willst. Liebe und mach, was du willst. Wirklich, die Liebe deckt viele Sünden zu.